zu diesem Thema zu sagen, Mobilfunk und Gesundheit. Ich arbeite, wie gesagt, an der Uniklinik in Freiburg, hier im Unizentrum Naturerkunde, kann man es sehen, oder? Ja. Geht so. Und behandle relativ viele Patienten mittlerweile auch. Und dieses Thema wird immer ein wichtigeres Thema bei uns. Also etwa 20% der ganzen Patienten von uns haben in gewisser Form eine Elektrosensibilität. Die meisten davon wissen davon nichts. Ja, Sie haben jetzt heute vom Herrn Maes schon einiges gehört, wenn man die einfach spannungslos schaltet oder das DECT-Telefon abschaltet, dann können die viel wieder gut werden. Ja. Ganz wichtig, es gibt drei Dinge auf der Welt, die von Versicherungsunternehmen nicht versichert werden. Welche sind es? Ja, Versicherungen verdienen ihr Geld damit, dass sie Versicherungen verkaufen. Und sie können alles versichern in der Regel. Was können sie nicht versichern? Meine eine Sache steht schon hier. Mobilfunk können sie nicht versichern. Das machen die nicht. Das Risiko schätzen die größer ein als den Verdienst. Was noch? Eine mögliche Schwangerschaft. Kernkraftwerke, genau. Und noch? Kondome. Agrogentechnik. Agrogentechnik, also Gentechnik in der Landwirtschaft. Und interessanterweise, also Sie können Ihre Schäden, die vielleicht entstehen oder die wirklich entstehen durch Mobilfunk, nicht versichern. Und die Mobilfunkkonzerne sind nicht versichert dadurch. Das heißt, wenn es in deutschen Schadensersatzklagen gibt gegen Mobilfunkbetreiber, dann sind die weg vom Fenster, die bläst es weg. Nur, was haben die gemacht, damit das nicht passiert? Den Staat, ja gut, das ist eine andere Sache. Richtig. Die haben praktisch Tochtergesellschaften gebildet, Abspaltungen, sodass der Mobilfunkbau betrieben wird von Mobilfunkbau GmbH, ja, Gesellschaften mit beschränkter Haftung. So, falls es zum Schadensersatz kommen würde durch einen Mobilfunksender oder durch mehrere Mobilfunksender, gehen diese Gesellschaften mit beschränkter Haftung bankrott und sie können nichts mehr holen da. Ja. Was auch noch rechtlich interessant ist, die Leute, die auf ihr Privatgrundstück Mobilfunksender draufbauen, die müssen dann haften. Alle Schäden, die von ihrem Grundstück ausgehen, müssen die haften. Das wissen die wenigsten. Ja? Bei uns im Dorf hat einer unterschrieben jetzt mit E-Plus einen Vertrag für 20 Jahre, bekommt er 60.000 Euro. Für das, dass er einen Mobilfunksender oben drauf macht. Weiß aber nicht, dass wenn jemand klagt wegen Schäden, dass er dran ist. Laut. Bei staatlichen Grundstücken? Dann ist die Gemeinde, die wohl im Hoheitsgebiet liegt. Was Sie aber machen können, Sie können Ihr Handy versichern. Da gibt es einen Handyschutzbrief. Das ist wichtig anscheinend. Die österreichische Ärztekammer hat im September 2005 folgende Schlussfolgerung gezogen. Untersuchungen haben Auswirkungen auf die Gesundheit ergeben, wie etwa Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme bei Anwohnern von Handymasten. Auf allen wissenschaftlichen Nachweisebenen zeigen sich DNA-Schäden bzw. erhöhtes Risiko für Tumoren. Also es ist nicht nur so ein paar Spinner sagen das, sondern das war die österreichische Ärztekammer. Ich bringe jetzt einfach nur ein paar Zitate, weil die sagen mehr aus als irgendwelche wissenschaftlichen Studien. Es gibt Schäden durch Mobilfunk. Dabei geht es nicht nur um Hirntumore, Krebs und Blutbildveränderungen, sondern auch um genetische Störungen und andere Probleme. Eine Entwarnung ist absolut unhaltbar. Das sagt hier ein Dr. Carlo. Kennst du den? Ja. Der hat im Auftrag von der Mobilfunkindustrie eine Studie gemacht mit 27 Millionen Dollar, wurde die finanziert. Das ist interessant, der Carlo hat im Auftrag von Marlboro Mitte der 90er Jahre eine Studie gemacht, wo er rausbekommen hat, dass Rauchen weniger schädlich oder keinen Krebs macht in Bezug auf Butterkeks essen. Diese Studie wurde immer zitiert dafür, dass Rauchen unschädlich ist. Das hat der Carlo gemacht. Und die Mobilfunkindustrie ist natürlich zu diesem Forscher gegangen, weil sie gedacht haben, ja gut, der lässt sich leicht einkaufen. Das Interessante ist nur, der hat das nicht gemacht. Der hat im Endeffekt volle Warnung gegeben. Und soweit ich weiß, sitzt er jetzt in der Psychiatrie. Also der wurde stark kritisiert, der durfte auch diese Ergebnisse lange Zeit nicht veröffentlichen. Hat es dann aber doch gemacht und wird jetzt ziemlich bombardiert. Also die haben einen riesen Millionenetat reingejagt, um diese Carlo-Ergebnisse dagegen zu arbeiten.
Mobilfunksender sieht man manchmal. Einer, der den besten Review, also in medizinischer Sicht und physikalischer Sicht, geschrieben hat, im Lancet, ist der Highland, und der sagt, wenn ein Handy ein Lebensmittel wäre, wäre es verboten. Auch interessant, dass Immobilien bis zu 50% weniger wert sind, wenn sie in der Nähe von Mobilfunkanlagen stehen. Das heißt, ihr Haus können sie dann nur noch für die Hälfte vom Preis verkaufen, wenn überhaupt. Und ich weiß mittlerweile auch von Banken, die Hypothekenkredite verweigern. Ja, wenn sie ein Haus kaufen wollen auf Kredit, sie bekommen keinen Kredit mehr, wenn ein Mobilfunksender nebendran steht. Weil das jetzt viele schon wissen, werden Mobilfunkmasten auch integriert, zum Beispiel in Bäume rein. Sie sehen hier oben sind diese Kästen, da unten sehen Sie dieses Häuschen. Und auch im Regionalbezirksspital Interlaken haben Sie im Aufzugsschacht haben Sie hier Mobilfunksender drin. Interessanterweise hier ist das Schild, da steht Aufbahrung. die ganze Bevölkerung hat im Endeffekt schon diese Handys. 2004 gab es mehr Handys wie Festnetztelefone in Deutschland. Und das Interessante ist, 60% werden mit nicht Erwachsenen, also mit Jugendlichen erzielt und Kindern. Das ist interessant. Über 60% mittlerweile sogar, sodass die Mobilfunkindustrie natürlich auch dementsprechend wirbt, dass man am besten noch Babys mit Handys hat. Nur das Dumme ist, dass diese Strahlung stärker in das Hirn reinkommt bei kleinen Kindern. Ja, Sie sehen hier Wärmebilder, als bei älteren Leuten oder Erwachsenen. Hier ist die Schädeldecke ist dann verknöchert und bietet einen gewissen Schutz. Also das sind Erwärmungsbilder. Das sind allerdings nur Erwärmungsbilder, ja. Aber man kann das praktisch auch für die Mikrowellenstrahlung analog sehen. Sodass auch ein Forscher, hier ein Zoologe von der Universität in Frankfurt, der auch im Auftrag der Telekomindustrie Forschung gemacht hat an Zebrafinken, da durfte er auch 2 Jahre lang seine Forschung nicht veröffentlichen. Ich würde mein Kind nicht in einen Kindergarten schicken, wenn im Umkreis von 250 Meter eine Mobilfunkanlage wäre. Interessant auch dieses Bild, was ich vor kurzem gekriegt habe. Sie sehen hier, was über die Apothekentische geht an Ritalin. Ritalin ist ein Amphetamin, was genommen wird bei Kindern, die nicht mehr normal sind, wo unruhig sind, wo Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome haben. Und Sie sehen hier von ab 1954, da gibt es diesen Stoff schon, wie das in den letzten Jahren parallel zur Einführung von schnurlosen Kommunikationssystemen, also sprich Schnurlostelefonen und Mobilfunk, wie es angestiegen ist. Und gleichzeitig ist die Geburtenrate runtergegangen. Ja, jedes sechste Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Und trotzdem geht die Ritalineinnahme hoch, sodass ja die Psychiater sagen, ADS und ADHS sind Ritalinmangelkrankheiten. Ja, im Endeffekt schon. Meine Cousine hat mich vor kurzem angerufen, die war in einer Spezialklinik für Kinder und Mütter mit aufmerksamkeitsdefizitgestörten Kindern. Und ihr hat man nahegelegt, durch die Psychologen haben sie bearbeitet, sie soll Ritalin bitte ihrem Kind geben. Wenn sie das nicht macht, wird es so, wie wenn der Chirurg ihnen verweigert, eine Knochenoperation zu machen, wenn sie einen gebrochenen Knochen haben. Ja? Sie hat dann unterschrieben, dass sie es macht, hat mich dann abends angerufen, ich habe sie wieder ausgeredet und habe gesagt, komm, wir machen jetzt noch einen Versuch mit dem Kind, komm ein, zweimal zu mir. Und sie kam im Juli dann, und wir haben erstmal aufgebaut, haben Mineralanalyse gemacht, Mineralstoffe gegeben, Spurenelemente, Ernährung gestellt und ein paar Zyklen mit DMSA und das Kind ist wie ausgewechselt. Also sie sagt, vorher war es 0%, 100% ist ganz gesund, jetzt schon 70%. Von Ritalin ist keine Sprache mehr. Also das habe ich schon gesagt, ja, Wirtschaftsunternehmen kann keine Moral haben. Was für eine Feldstärke da unter Hochspannungsleitung überhaupt über die Luft übertragen werden kann, haben Sie ja vorher schon gesehen. Hier hat ein Physiker aus Bristol hat einen Versuch gemacht, hat einfach Leuchtstofflampen unter eine Hochspannungsleitung eingesteckt und die fangen an zu glimmen. Und zwar alle. Also es sind ein paar.
Dieses Experiment kann jeder von euch machen. Das können Sie machen. Also wenn es so dunkel wird und Sie stecken einfach eine 58 Watt Leuchtstoffröhre hundsgewöhnlich unter Hochspannungsleiter rein. Im British Medical Journal kam letztes Jahr eine Studie raus, dass Kinder, die in der Nähe von Hochspannungsleitungen, und zwar 600 Meter auch Entfernung leben, erhöhte Rate von Leukämie haben. Interessant auch, dass während des Kalten Krieges in Russland sehr viel Mikrowellenforschung gemacht wurde und auch die russische Botschaft in der UdSSR, die amerikanische Botschaft in der UdSSR wurde bestrahlt mit Mikrowellen, um die Leute kaputt zu machen. Das haben sie geschafft und zwar erfolgreich. Die hatten überzufällig häufig Leukämie. Einige Selbstmörder sind gelaufen, die sind ausgewechselt worden. Die Amerikaner, wie sie halt schlau sind, haben gesagt, das ist psychischer Stress. Ja, die sind mitten in Russland, die wollen alle die töten hinterrücks. Und durch diesen Stress haben die einfach mehr Selbstmordgedanken, Depressionen, Leukämie. Ne, die wurden von drei Stellen bestrahlt. Und zwar mit einer Strahlenstärke, also die Strahlenart ist genau gleich wie die wir jetzt hier verwenden. Und die Strahlenstärke lag zwischen einer Basisstation und einem Handy. Manche Kirchen kriegen auch schon Geld, indem sie die Mobilfunksender in die Kreuze hier einarbeiten. Ja, das ist jetzt ein Sektor, also im Endeffekt sind es drei Sektorenantennen. Es ist nicht so, dass sie direkt am Mobilfunksender, also der Herr, der vorher gefragt hat, dass er in 10 Meter Entfernung so einen Mobilfunksender hat, muss nicht die größte Strahlenstärke abbekommen. In der Regel bekommen sie, wenn die Hauptkeule aufkommt auf dem Boden, den höchsten Wert, also das ist so bei 100 bis 150 Meter. Und dann kommt es so, dass jede Antenne drei Sektoren hat. Und das ist auch ein Grund dafür, dass es sein kann, dass hier Leute leben, die sagen, die können immer schlafen, die Kinder fangen an zu spielen, die bleiben sitzen, während hier Leute sind, die sagen, ich merke nichts, ihr seid verrückt. Ja? Die wohnen im gleichen Abstand zum Mobilfunksender, haben aber unterschiedliche Strahlenstärken. Und es kann auch sein, wenn ein Studienleiter kommt und das relativ schlau macht, das gibt es auch, die wollen einfach nichts rauskriegen bei einer Studie. Dann nehmen sie einfach die Leute und sagen, ja, wir haben jetzt Leute genommen, die waren 50 Meter vom Mobilfunksender entfernt und haben die verglichen mit Leuten, die waren 200 Meter entfernt und haben festgestellt, dass die bei 200 Meter Entfernung mehr Krebs bekommen als die mit 50 Meter Entfernung. Können sie alles tricksen. Soweit ich weiß, war das eine Studie, die relativ interessant war, weil bisher die Leute, die Mobilfunksender aufs Dach gebaut haben, haben gedacht, okay, ich bekomme sehr viel Geld dafür, wenn ich so einen Mobilfunksender aufs Dach mache. Und zum Zweiten, ich werde nicht bestrahlt vom Nachbar, sondern ich strahle zum Nachbar rüber. Das stimmt nicht. Sie bekommen auch unterhalb des Mobilfunksenders im Haus Spitzen, die sehr hoch sind und die Sie physikalisch nicht erklären können. Das waren Messungen, die, glaube ich, vom Bundesamt für Strahlenschutz sogar gemacht wurden und hier bei CHIP veröffentlicht waren. Das sind die verschiedenen Frequenzen, die Sie haben, ist jetzt nicht so wichtig. Die haben aber alle noch, also D-Netz, E-Netz, UMTS, DECT-Telefone haben Sie vorher gesehen, wie das pulst. WLAN geht noch höher in den Gigahertz-Bereich und die haben alle noch eine Taktfrequenz 217 oder 100. Die 100 Hertz scheinen etwas gefährlicher zu sein wie die 217 Hertz, aber es reicht auch schon aus. Und wie vorher schon auch gesagt, WLAN wird getaktet mit 10 Hertz, also 10 Mal pro Sekunde kommt ein Impuls raus. Die Handystrahlung liegt praktisch in der Nähe vom Mikrowellenherd. Sie sehen hier einfach mal ein Spektrum von elektromagnetischen Strahlungen. Hier sind die niederfrequenten Strahlungen, hier sind die hochfrequenten Strahlungen, da ist auch Radio dabei. Und Sie kommen dann in den Infrarotbereich und hier haben Sie das sichtbare Licht bis zur radioaktiven Strahlung. Und analog und gepulst ist klar, was da der Unterschied ist. Haben Sie das schon gemacht wahrscheinlich, oder? Analoge Strahlung. Es wird ja immer argumentiert, ja, wir haben ja früher analoge Strahlung gehabt mit dem C-Netz und da waren die Leistungen viel höher. Und jetzt haben wir gepulst und die Leistungen sind niedriger. Sie machen, analog bedeutet, Sie haben kontinuierlich eine Belastung, hier zum Beispiel, ja, Sie haben eine Welle und die wirkt dauernd ein.
Und dann können Sie Ihre Informationen auf zwei Arten übertragen. Entweder machen Sie Amplitudenmodulation oder Frequenzmodulation. Das sehen Sie ab und zu auf Ihren Radios. Da steht FM, AM. Haben Sie schon mal gesehen, so ein Schalter? Einmal haben Sie Mittelwelle und einmal haben Sie UKW. Und jetzt kommt die Pulsmodulation. Das heißt, Sie machen einfach einen kurzen Puls und da haben Sie die Information drin. Das heißt, was ich Ihnen vorher gesagt habe, das DECT-Telefon, dieses Schnurlostelefon, hat eine Pulsmodulation von 100 Mal pro Sekunde, kommt so ein Impulspaket. Und innen drin verpackt ist eine Frequenz von 1800 Megahertz. Ja? 1800 Megahertz. Millionen her Mal pro Sekunde sind da diese Dinger drin. Und ich vergleiche das immer gern. Ach so, wenn Sie den Mittelwert machen, ja? Den Mittelwert der Leistung, oder der Leistung, dann machen Sie die, legen Sie die Kurve praktisch so an, Sie rechnen das Integral und dann kommen Sie bei der analogen Strahlung ungefähr hier hin, mal 0,7 und hier bei der gepulsten Strahlung sind Sie tiefer. Das heißt, die Leistung, die auf Ihren Körper einwirkt, ist über die Zeit gerechnet tiefer. Nur die biologische Wirkung, das wäre so, ich vergleiche es immer mit dem Boxer. Der Muhammad Ali in seiner besten Zeit kommt zu Ihnen und gibt Ihnen einen analogen Faustschlag. Was wäre das? Der drückt Sie praktisch mit einer konstanten Kraft dauernd an die Wand. Mit der Faust, ja. Schon, aber konstant, die ganze Zeit drückt er Sie mit dem Kopf an die Wand. Und das kann schon sein, dass ein paar Knochen brechen. Analog, jetzt kommt gepulst. Gepulst wäre, der schlägt, hat aber nur ein paar Mikrosekunden, ist die Faust auf Ihrem Kopf. Und die ganze andere Zeit, also die meiste Zeit eigentlich, ist die Faust nicht da. Das heißt eigentlich vom Mittelwert her, also jetzt mal blöd gesagt, wäre es noch weniger. Nur der biologische Unterschied, einmal den Kopf Dietrich analog, Muhammad Ali, und einmal Kopf Dietrich gepulst, sieht anders aus. Einmal haben sie eine Matschbirne und einmal haben sie halt blaue Flecken. Gell? So der Unterschied zwischen gepulst. Gut, und dann kommt noch dazu, dass dann noch wieder aufmoduliert auf dieser gepulsten Strahlung so eine sehr effektive, das sind verschiedene Slots, wo jetzt bei Mobilfunk übertragen werden und diese haben Abstand, nochmal eine Aufmodulation von 8,34 Hertz und 2 Hertz. Das sind so in diesem Schumann-Bereich, wo Sie Leute beeinflussen können. Man weiß mittlerweile, dass Sie mit diesen extremen ELFs können Sie Leute beeinflussen, ob sie jetzt Selbstmord machen oder ob sie froh sind oder ob sie weinerlich sind. Also Sie können praktisch psychische Veränderungen auslösen mit diesen Strahlungsarten. Wie werden die Grenzwerte gemacht? Weiß das jemand? Heißt ja immer, die Grenzwerte werden eingehalten, Punkt. Und da kann man nichts mehr sagen, das steht man da mit dem offenen Mund. Grenzwerte sind eingehalten. Schon gemacht mit dem, okay. Da brauche ich nichts mehr sagen mit der Erwärmung? Gut. Nein, wir haben nicht viel Zeit, deswegen. Wir haben schon gehört. Ja, die machen nur die Erwärmung. Das wäre das Gleiche, wie wenn Sie radioaktive Strahlung nehmen und den Körper nur 1 Grad erwärmen über 30 Minuten. Habt ihr alles schon gemacht? Okay, okay. Und das habt ihr auch schon gemacht, die Grenzwerte, die in Deutschland gelten und die biologischen wirken? Also, wenn man mal das D-Netz sieht, da gibt es einen Grenzwert in Deutschland, der 4,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter sind. Das sind Leistungsflussdichten. Da sehen wir nachher nochmal was Interessantes. Und der Schweizer Grenzwert ist schon mal 100 Mal niedriger. Ja? Dann, da wo der Herr Schröder immer Urlaub gemacht hat, haben sie 660. Also in Deutschland gelten 4,5 Millionen. Der Salzburger Vorsorgewert für innen ist 1 Mikrowatt. Sie haben hier einen Grenzwert von 4,5 Millionen. Und Empfehlungen für den Schlafbereich sind kleiner 0,1 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und biologische Wirkungen sind nachgewiesen schon bei 0,2 Mikrowatt. Ja. Hier sehen Sie bei 1600 Mikrowatt schon Motorik- und Gedächtnisstörungen bei Kindern, bei 1000 Mikrowatt Öffnung der Blut-Hirn-Schranke, 900 Mikrowatt Störung des Immunsystems, bei 800 Mikrowatt Calcium-Ionen können nicht mehr richtig fließen, auch die Veränderung der Zellmembran. Und Sie müssen es nochmal vor Augen halten, in Deutschland gelten
für das D-Netz 4,5 Millionen Mikrowatt als Grenzwert. Ich sage es einfach nur mal so. Schauen Sie mal den Unterschied an. Und jetzt wird es interessant. Sie haben die volle Empfangsanzeige am Handy bei 0,01 Mikrowatt pro Quadratmeter. Zeigt das Handy an, volle Power. Ja? Und Sie können noch bei 0,001 Mikrowatt mit dem Handy telefonieren. Jetzt fragen Sie sich, warum sind die Grenzwerte so hoch? Weiß es jemand? Der Mobilfunk ist kein Mobilfunk mehr, sondern Hausfunk. Die hauen im Außenbereich so hohe Leistungen rein, damit sie auch durch baubiologische Häuser durchkommen, damit sie hier können sie auch noch mit dem Handy telefonieren, obwohl sie tolle Abschirmung haben und hier metallbedampfte Fenster. Das geht nur, wenn sie draußen hohe Leistung haben. Natürliches Vorkommen gegenüber dem Grenzwert ist, wenn man es mal veranschaulicht, Unterschied von 1 Billion. Das heißt, 1 Zentimeter gegenüber 250-facher Erdumfang. Das muss man sich mal von Augen führen, das ist schon verrückt. Gut, dass diese Grenzwertgebung eigentlich negativ bewertet wurde von verschiedenen Fachleuten, auch hier im Auftrag von der neuseeländischen Regierung. Der Professor Cherry hat das ganz klar gesagt, es sollte für die Allgemeinbevölkerung unter 1000 Mikrowatt eingehalten werden. Schauen Sie nochmal den Grenzwert. 4,5 Millionen, bei UMTS sind es 10 Millionen Mikrowatt. Nochmal als Beispiel, was Grenzwerte, wie dehnbar die sind, und das gilt jetzt nicht nur für Mobilfunk, sondern Sie wissen es auch beim Amalgam, beim Quecksilber, beim Blei. Seit 1900 weiß man, dass Asbest krank macht. 1936 wurde Asbestose erstmals als Berufskrankheit anerkannt und erst 1995 wurde praktisch Asbest verboten. Ja, man weiß, also fast 100 Jahre hat es gedauert, bis man wusste die Schäden und 100 Jahre hat es gedauert, bis man es verboten hat. Und Sie sehen, da sind Grenzwerte. 1973 galten noch als sichere Grenzwerte 3 Millionen Asbestfasern pro Kubikmeter. Und es ging dann runter bis jetzt, die WHO empfiehlt 200 Fasern. Wenn Sie jetzt Automechaniker waren und die Bremsen immer ausgeblasen haben, 1972 und haben Lungenkrebs gekriegt, dann sind Sie nicht arbeitsrechtlich, nicht als berufskrank anerkannt worden, weil die Grenzwerte immer schön eingehalten wurden. Sie sehen, es verändert sich alles. Die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen. Dazu sagt der Vorsitzende dieser Grenzwertkommission, wenn man die Grenzwerte reduziert, dann macht man die Wirtschaft kaputt, dann wird der Standort Deutschland gefährdet. Wobei Deutschland natürlich auch noch weltweit mit die höchsten Grenzwerte überhaupt hat. Das ist jetzt interessant, warum das so ist. Schneidsee. Dieser Fernsehsender stand schon lange da. Es gibt einen Bauer hier, der hat viele Rinder. Und ab 95 war es, glaube ich, gell, kam ein D-Netz drauf. Und ab da hat er festgestellt, dass er erstmal viele Totgeburten hat und Missbildungen. Sie sehen hier, dass hier die Knochen abgeknickt sind oder die Hinterbeine auf dem Rücken drauf von dem Kalb. Totgeburten mit ohne Augen, also ohne Augen. Oder hier Euterentzündung, viele Tiere sind eingegangen. Es wurde auch untersucht. Offiziell heißt es, der hat falsche Futter verwendet. Aber wenn Sie die Professoren, die das untersucht haben, da war auch Professor Käs, glaube ich, dabei, von der Bundeswehrhochschule, wenn mich da täuscht. Die haben ganz klar festgestellt, dass es nur von der Strahlung sein kann. Interessant auch von Heidelberg. Wir haben Hühnereier in einem Brutschrank und mit Mikrowellen der Stärke unterhalb unserer deutschen Grenzwerke bestrahlt und damit ausnahmslos jedes Embryo getötet. Kein einziges Küken ist geschlüpft, keines hat die Strahlung überlebt. Aus der Kontrollgruppe schlüpften ausnahmslos gesunde Tiere. Professor Dr. Dr. Varga, bekannt in der Elektrobiologie. Dann dieser Neurochirurg aus Schweden, Professor Selford, hat Ratten untersucht, über 1000 Ratten untersucht und hat die 2 Stunden mit dem Handy telefonieren lassen praktisch, hat die 50 Tage danach geschlachtet und hat hier eine Spezialfärbung benutzt. Er hat Albumin drauf, also eine Antikörper gegen Albumin
Das heißt, Sie sehen hier ein unbestrahltes Gehirn und hier sehen Sie ein bestrahltes Gehirn. Und bei diesem bestrahlten Gehirn sehen Sie diese schwarzen Punkte. Das ist Albumin. Das darf normalerweise nicht rein ins Gehirn, weil das Albuminmolekül ist zu groß, um die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen. Die Blut-Hirn-Schranke war auch noch 50 Tage nach zweistündigem Handytelefonat offen dafür, dass Albumin hier reingekommen ist. Sie wissen, dass Alzheimer auch dadurch charakterisiert ist, dass eben Eiweiß im Gehirn steckt. Ja? Albumin ist ein Prion und Alzheimer ist eine Prionerkrankung. Ja gut, zum Alzheimer machen wir relativ viel Forschung. Wir wissen, dass es als Vorbedingung für diese pathologischen Eiweißablagerungen Metalle eine ganz große Rolle spielen. Bei diesem Versuch hier, interessanterweise hier im Hippocampus-Bereich, also der Bereich, wo das für das Lernen zuständig ist, und wo es bei den meisten Leuten schon abwärts geht, der hat die Zellen, das sind kleine kaputte Zellen, durch diese zweistündige Handybestrahlung sind einzelne Nervenzellen schon kaputt gegangen. Jetzt denken Sie, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe jetzt 5 Jahre mit dem Handy telefoniert und ich funktioniere noch vom Gehirn her. Sie müssen wissen, im Hippocampus gibt es einen Bereich, wenn 80% dieser Nervenzellen kaputt sind, dann erst merken Sie, oder auch die Umwelt merkt es, dass Sie Alzheimer haben. Ja? 80% geht erst kaputt, bevor Sie das überhaupt merken, dass Sie was haben. Bei Parkinson ist es genauso. Das bedeutet, es gibt noch einen ganz neuen Professor Antonetti, Leiter des Max-Planck-Institutes von Golm, hat eine Forschung gemacht, hat Grenzflächenforschung gemacht, hat festgestellt, dass im Bereich von Synapsen bis zu 100 Grad beim Handytelefonat entstehen können. 100 Grad im Gehirn. Ja? Da wurde er interviewt. Ist Handystrahlung also gefährlicher für das Gehirn? Vor solchen Aussagen werde es sich hüten. Die Mobilfunkindustrie hat gute Anwälte. Das war in Zeit drin, 2006. Sodass ein Schlaumeier hier eine Karikatur gemacht hat. Also gehen Sie nicht darauf, dass die... Da komme ich noch drauf, es wurde jetzt vor kurzem auch eine Medienkampagne gemacht, wo Entwarnung gegeben wurde, Mobilfunk ist ungefährlich. Es nützt Ihnen alles nichts, wenn Ihr Kopf weggebraten ist. Japanische Wissenschaftler sagen einfacher SMS verödet das Gehirn. Und in der Umweltmedizin haben wir so ein Konzept. Es gibt manche Leute, die vertragen mehr Gifte und manche Leute weniger Gifte. Und wenn das Fass zum Überlaufen kommt, dann haben sie Probleme, dann geht die Krankheit los. Und es gibt, wenn sie hier einen großen Hahnen haben, dann können sie viel von dem Gift und von dem Dreck, was sie drin haben, ablassen. Das sind die Leute, wo 90 werden und rauchen. Ja? Und es gibt kleine, die genetisch bedingt einen kleineren Hahnen haben. Das sind die mit 40 am Raucherkrebs sterben. Und dann kommen noch die Belastungen, psychische Belastungen, Stress, Zahnhärte, eben diese Umwelteinflüsse wie Mobilfunk. Und wir versuchen praktisch eine Therapie, einfach mit einem Eimer das Zeug wieder abzuschöpfen und versuchen hier ein bisschen größer zu machen, wobei das ist nur beschränkt möglich. So, jetzt sehen Sie mal hier von der Schweiz eine Statistik von der Diagnosezahl aus Schweizer Arztpraxen von 1993 bis 2002. Und das sind psychische Krankheiten, der Krankheiten der Nerven und Sinnesorgane, Stoffwechselkrankheiten, Unfälle und Gewalt, Hautkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgezeichnet über die Zeit. Ja? Und Sie sehen hier von 1993 bis 1997 war das alles so mehr oder weniger gleich. Und stieg dann ab 1997 sehr stark an für die meisten Erkrankungen. Jetzt könnte man ja denken, dass Schuld daran sind die Ärzte. Weil es gibt Statistiken, je mehr Ärzte sie haben, desto mehr Kranke haben sie auch. Ärzte und Medizin sind in den USA die dritthäufigste Todesursache. Jammer. Oder? Ist das hier sicher ähnlich? Nur hat hier keiner geguckt. Ich habe mal schon geguckt, auf jeden Fall hat man hier die Arztzahlen, die haben zugenommen, aber die haben hier auch schon zugenommen. Und hier hat man nicht nur Mobilfunk, also in der Schweiz Nattel eingeführt, sondern eben auch diese Schnurlostelefone. Und man muss auch wissen, dass in der Schweiz 100-mal geringere Grenzwerte gelten wie in Deutschland.
Studienlage ganz neu aus Bern, Professor Rössli und Kollegen 2006. Die haben eine Analyse von Studien gemacht über Mobilfunk und Effekte und fanden bei 56% aller Studien, dass ein Effekt rauskommt, also ein Schädinger-Effekt. Und interessant ist, dass die von der Mobilfunkindustrie geförderte Studie nur 29% einen Effekt finden, während unabhängige Studie fast in 70% der Fälle einen medizinischen Effekt finden. Zum Thema Krebs. Diese NIDA-Studie, kennen Sie die? Haben engagierte Ärzte so nebenher einfach mal so eine kleine Studie in der Stadt Naila gemacht und haben zwei Kreise eingezogen. Einmal Leute, die um 400 Meter rum um einen Mobilfunksender leben und Leute außerhalb und hat einfach die Krebspatienten angeguckt, wie viele kommen da. Und haben sie die ersten 5 Jahre überhaupt nichts festgestellt. Es gibt keinen Unterschied. Ja? 5 Jahre lang gab es keinen Unterschied zwischen Krebshäufigkeit bei den Mobilfunksenderbewohnern und bei denen, wo außerhalb wohnen. Aber vom 5. bis zum 10. Jahr dann ging die Krebsrate ungefähr um 3 hoch, etwas mehr wie dreifach erhöht. Und das Interessante war auch, dass das Durchschnittsalter der Krebspatienten fast 8 Jahre runterging, über 8 Jahre. Das heißt, die waren beim Mobilfunksender 64 Jahre alt, während die außerhalb der Mobilfunksenderzone 72 Jahre alt waren. Erbgutschäden sind schon längst beschrieben worden, auch erhöhtes Risiko für Augentumore und auch für Hirntumore. Und wenn Sie hier die Reflexstudie angucken, da hat man einfach geguckt, ob es DNA-Strangbrüche gibt. Und DNA-Strangbrüche sind ein Maß dafür, wie viel Krebs das es gibt. Hier haben Sie einfach eine Scheinbestrahlung. Das war eine Studie, die über 14 Zentren in ganz Europa verteilt durchgeführt wurde, doppelblind. Das heißt, die Versuchsleiter wussten nicht, ob sie jetzt eine Probe haben, wo bestrahlt wurde oder nicht. Das war per Zufall. Und die haben einheitlich festgestellt, dass wenn sie Gammastrahlung haben, das sieht man jetzt hier gar nicht so gut, also hier wurde gar nicht bestrahlt. Sie sehen hier einfach nur einen Lichtfleck in der Mitte. Hier wurde Gamma bestrahlt, also radioaktiv bestrahlt. Sie sehen hier einzelne Fetzen, wie so ein Komet. Deswegen heißt das so. Und Sie sehen hier E-Netz, 1,3 Watt pro Kilogramm. Ich glaube, 2 sind zugelassen, gell? Ja, also das heißt, unterhalb von dem, was Sie am Handy beim Telefonieren abbekommen. Sie sehen keinen Unterschied zwischen Gammastrahlung und Mobilfunkstrahlung, was die DNA-Schäden betrifft, also Erbgutschäden. Schon lustig, oder? Professor Löscher. Keine Firma der Welt entwickelt ein Arzneimittel, das bei Tieren Krebs auslöst und sagt dann, wie das Bundesamt für Strahlenschutz, die Handyherstellung und die Mobilfunkindustrie, das werde bei Menschen schon nicht auftreten. Mitochondrien. Ich glaube, ich gehe mal drüber, weil im Krebsgeschehen spielen die Mitochondrien eine zentrale Rolle. Man weiß, dass diese Mikrowellenstrahlung, das ist für die Insider, zu einer Polarisierung von Stickoxid führt, Stickoxidmoleküle und Sauerstoff und ein Elektron rausschlägt. Der Spin wird auch geändert, sodass sie freie Radikale erzeugen damit und damit die freie Radikalbelastung im Körper stark erhöhen. Und wenn sie schon vorgeschädigt sind durch andere Sachen, wie zum Beispiel Amalgam oder zu viel schlechtes Nahrungsmittel, zu wenig Vitamine, dann kann es sein, dass sie empfindlicher auf Elektrosmog reagieren. Mitochondrien haben sie etwa fast 1500 pro Zelle drin. Die Oberfläche ihrer Mitochondrien sind 100.000 Quadratmeter. Wie groß ist deine Wohnung? Wie viele Quadratmeter hat die? Nicht ganz so groß. Ja? 100 oder 150? 100, ja. Ja, das sind 100.000. Das ist tausendfache. Da gehe ich jetzt aber nicht ganz genau ein, weil es fehlt denn das Thema. Noch andere Krankheiten, ja. EEG-Veränderungen sind auch jetzt mit Annals of Neurology 2006 gefunden worden, dass die Spermien kaputt gehen, da komme ich noch drauf. Kopfschmerzen, da gibt es eine Dosis-Wirkungsbeziehung sogar. Sehstörungen, Hautkribbeln, Wärmegefühl am Ohr, Müdigkeit, Depressionen, Konzentrationsschwäche. Melatonin geht runter, da haben Sie gestern schon viel gehört drüber. Blutdruckerhöhung, Cholesterinerhöhung interessanterweise auch. Mittlerweile sterben relativ viele Leute jung, mit 40, am plötzlichen Herztod. Ja, das nimmt momentan zu. Die Durchblutung geht zurück, dann Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Tinnitus, Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Depressionen. Zum Thema Durchblutung.
kennen Sie alle die Dunkelfeldmikroskopie. Man weiß, dass die Oberfläche der Erythrozyten, der roten Blutkörperchen, negativ geladen sind und die stoßen sich gegenseitig ab. Und wenn Sie mit dem Mobilfunkhandy telefonieren, dann gibt es diese Geldrollenbildung. Diese Ladung der Oberfläche nimmt ab und deswegen können die sich anziehen. Dann gibt es praktisch diese Kräfte, wo die sich zusammenballen. Und das Dumme ist, dass sie ihre Kapillaren damit verschließen. Ihre Durchblutung geht runter. Und das ist nicht nur so bei den Leuten, die telefonieren. Ich fahre relativ viel Bahn. Auch bei dem Passivtelefonieren geht es so. Ja, wenn Sie 1,70 Meter Abstand haben, dann sehen Sie hier bei dem Menschen hier, der meint, er könnte sich abschirmen, der liest Zeitung mit Ohrenstöpsel, da kriegt er Geldrollenbildung und selbst nach 20 Minuten sehen Sie es noch. Bei dem hier, der telefoniert hier vor dem Telefonat, dann nach dem Telefonat hat er hier diese Geldrollenbildung und erst 40 Minuten nach dem Telefonat hat er wieder normale Ladungsverhältnisse von den roten Blutkörperchen. Das erreichen Sie gar nicht mehr heutzutage. Ja? Und man muss halt wissen, das ist ein Bild vom Dietrich bzw. vom Berg, dass Ihre Kapillaren 400.000 Kilometer lang sind, Ihre Blutgefäße, wenn man sie aneinander reiht. Ich habe es heute gehört, dass die Anzahl, also die Länge der Nervenfasern 150 Millionen Kilometer sind, also noch viel mehr. Aber wenn Sie überlegen, dass 95% dieser Strecke, wo in Ihrem Körper, in einem Körper drinsteckt, Kapillaren sind, die 7 bis 10 Mikrometer breit sind, da passen die einfach nicht mehr durch, diese Würste von Erythrozyten. Dann geht die Durchblutung runter. Ja. Bis zu 10 Minuten nach Ihrem letzten Handygespräch stehen Sie unter erhöhtem Unfallrisiko. Das liegt nicht daran, dass Sie mit dem Handy abgelenkt sind, weswegen so viele Unfälle passieren. Viele Unfälle sind auf Handygespräche zurückzuführen, sondern einfach wegen der Strahlung. Die haben in England, vor allen Dingen in England, viele Studien dazu gemacht. Die haben festgestellt, dass ihre Reaktionszeit genauso schlecht ist, als wenn sie 0,8 Promille haben im Blut an Alkohol. Die Spermien gehen runter, die Fortpflanzungsfähigkeit geht schon nach 5 Tagen. Handy, Stand-by-Betrieb im Hosensack geht um 30% runter. Und eine aktuelle Studie, die jetzt 2006 rausgekommen ist, dass viel Telefonierer weniger Samenzellen haben und diese Samenzellen sind weniger beweglich als die, wo nie telefonieren. Sodass auch ein anderer Schlauchkopf dieses gemacht hat, finde ich relativ gut. Pille für den Mann, ohne Nebenwirkungen, rezeptfrei, sogar gratis. Ja, Sie kriegen das Zeug ja gratis nachgeschmissen. Die Frau bekommt Kopfschmerzen, der Mann wird steril. Und wer viel telefoniert, kann sich Kinder schon aus finanzieller Sicht nicht mehr leisten. Professor sagt, früher haben wir mit Mikrowellen Geburtenkontrolle gemacht, heute telefonieren wir damit. Und jetzt kommt es noch interessant, warum hören Sie von dem Ganzen nichts? Also Ärzte sind in Deutschland zumindest mal angewiesen, auch in Österreich, Leute, die kommen und sagen, sie haben Angst vor Mobilfunkstrahlung oder sie haben Probleme durch Mobilfunkstrahlung, dass man die psychiatrisch diagnostiziert. Das heißt, sie bekommen eine psychiatrische Diagnose. Die werden in die Ecke der Hypochondrie gestellt. Und da gibt es einen ganzen Informationskomplott, sage ich mal so. Da war jetzt vor 3 Tagen genau in diesem Haus. Weißt du das, Dietrich? Also genau im Infocenter hier am 15.11. gell, war das. War hier eine zertifizierte medizinische Fortbildung für Ärzte. Mobilfunk und Gesundheit. Ja, die machen eine Tour durch Deutschland und die waren eben vorgestern hier. Professor Mühlendahl, den kenne ich von der Arbeit im Robert-Koch-Institut in Berlin. Der ist Vorsitzender von der Amalgam-Kommission. Und ich habe 2 Jahre lang da versucht, dass ein Amalgam-Verbot erwirkt wird. Jetzt haben die das alles wieder rausgekürzt. Also im Endeffekt kommt jetzt was raus. Amalgam ist unschädlich. Das hatte 2 Jahre lang gedauert. Und das Ganze wird gesponsert vom Informationszentrum Mobilfunk e.V. Es denkt normalerweise der Arzt, das ist ja interessant, das ist ein Informationszentrum Mobilfunk, ein eingetragener Verein, also irgendein Verein, wo sich kümmert um die Information zum Thema Mobilfunk. Nur müssen Sie wissen, dass in diesem Informationszentrum Mobilfunk e.V. sind nur Mobilfunkfirmen drin. Das bedeutet, die ganze Mobilfunkindustrie sponsert zertifizierte ärztliche Fortbildung zum Thema Mobilfunk und Gesundheit. Und diese Caroline Herr, die ist
stellvertretende Direktorin von der Universität, also Umweltmedizin und Hygieneinstitut der Universität Gießen, und die haben eine Ambulanz und die haben schon vor 10 Jahren diese Ambulanz gehabt und haben ganz viele Amalgam-Patienten behandelt und haben festgestellt, die sind alle psychisch krank. Und jetzt haben sie gerade den Trend, dass sie ganz viele Mobilfunkgeschädigte behandeln. Über 200 hat sie schon gehabt und die haben alle gefunden, die haben eine somatoforme Konversionsstörung. Also eine psychische Krankheit, eine psychische Ursache für diese Beschwerden, also Kopfweh, Konzentration, Schlaflosigkeit und so weiter und so fort. Die werden dann auch psychotherapeutisch behandelt, beziehungsweise psychiatrisch. Da gibt es gute Medikamente, die Umsätze gehen da hoch. Also der Uli Weiner, der jetzt einer noch da sein wollte, der hat mit ihr mal Podiumsdiskussion gehabt. Der Herr Schorb auch, Physiker, der hier anwesend ist, der sehr viel tut. Von ihm gibt es auch ein Video, wo er im Rieselfeld hier dieses Jahr gehalten hat, einen sehr, sehr guten Vortrag. Im Rieselfeld gibt es eine Straße neben einer Schule. Diese Schule hat einen Mobilfunksender obendran und in diesem Rieselfeld, in dieser Straße, haben sie 25 Krebsfälle. Auch kleine Kinder mit Hirntumoren, mit Glioblastom. Ganz verrückt. Und nebendran der Kindergarten ist nur Spielplatz. Die halten sich nur da auf. Schon kleine Kinder mit Glioblastom, ist verrückt. Und was sagt Freiburg, OB Freiburg dazu? Was sagt er dazu, zu dieser Häufung von Krebs? Also erstens, die Badische Zeitung hat aus diesen 25 Krebsfällen nur einen Krebsfall gemacht. Das zweite ist, offizielle Statements zu diesem Thema waren, ja, das Rieselfeld war behindertengerecht oder ist behindertengerecht gebaut. Das heißt, wir haben hier einen hohen Prozentsatz von kranken und behinderten Menschen und deswegen haben sie mehr Krebspatienten. Das ist das Problem. Hier werden übrigens die ganzen Leute von medizinischen Diensten auch ausgebildet, Sozialmediziner, sodass sie, wenn sie irgendwelche Rentenanträge oder Berufsunfähigkeitsanträge stellen, genau in die richtigen Hände kommen. Ja. Und jetzt kommt es noch dazu, es gibt ja immer wieder Studien, die zeigen, dass überhaupt kein erhöhtes Risiko ist bei Mobilfunktelefonieren oder schnurlos telefonieren. Aktuelles Beispiel, was dazu geführt hat, dass eine Bildzeitung drin war, dass Mobilfunk unschädlich ist oder auch in Fokus oder in Spiegel oder Süddeutsche Zeitung, ist diese Interphone-Studie, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wird und wo man einfach Leute beobachtet, ob sie mehr Krebs bekommen, wenn sie mit dem Handy telefonieren. Und alle sagen, ja toll, das ist eine Interphone-Studie. Man muss ja wissen, 40% von dieser Interphone-Studie wird von der Mobilfunkindustrie finanziert. Das ist eine. Und das zweite, die Beobachtungsdauer war jetzt nur 4 Jahre. Und die Mobilfunk, also die Handytelefonierer, man hat zwei Gruppen verglichen. Einmal die Leute, wo mit dem Handy telefonieren und die, wo nicht telefonieren, oder? Und dann guckt man, wer hat mehr Krebs. Aber wie sie es hier gemacht haben, die Handytelefonierer waren die, wo mehr wie 2 Telefonate pro Woche gehalten haben. 2 Telefonate pro Woche und die anderen waren mit weniger mit 2 Telefonaten pro Woche. Müssen wir überlegen, wenn Sie so eine Studie machen zum Thema Lungenkrebs durch Rauchen, da können Sie sogar 20 Zigaretten pro Tag, also 2 Zigaretten pro Woche, ja, da können Sie 100 Jahre gucken, Sie werden nichts finden, statistisch auf jeden Fall nicht. Und 4 Jahre ist viel zu kurz für die Entstehungszeit für einen Krebs und trotzdem sehen Sie, wie diese Medien, wie diese Industrie- und Medienverwicklung ganz gut funktioniert. Der Bevölkerung wird weisgemacht, Mobilfunk ist unschädig. Und das wird auch von diesen ganzen medizinischen Gutachtern vor Gerichten so zitiert. Ist unschädig. Sie sehen, was das für ein Schwachsinn ist. Und dann kommt noch dazu, das kommt noch dazu. Bei dieser Studie wurde nur geguckt, wer Mobilfunk telefoniert. Da wurde nicht geguckt, ob jetzt einer neben Mobilfunksender wohnt oder jemand noch so ein DCT-Strahlentelefon zu Hause hat. Kann das sein, dass der, wo viel mit dem Mobilfunkhandy telefoniert, im Funkloch wohnt, während der andere direkt neben dem Mobilfunksender wohnt. So kann man Studie beeinflussen. Zum Thema Wasser. Homöopathie wird ja auch viel gemacht. Sie kennen das vom Emoto auch, diese Kristallisationsbilder. Und das ist Vorstrahlung und Nachstrahlung jedes Mal. Und interessant ist besonders hier dieses, also das ist Vorbestrahlung mit Handy. Und Nachbestrahlung. Sie sehen hier so eine Art Strichcode-Bildung. Sehen Sie das hier? Also irgendwie verändert es einfach die Clusterstruktur vom Wasser.
wenn Sie wissen, wenn Sie Mikrowellennahrung essen, viele machen das ja auch, da gibt es ja auch Unterschiede. Ihr Blutbild wird 15 Minuten nach Aufnahme, wird es praktisch schon signifikant verändert gegenüber, wenn Sie Nahrung nehmen, was nicht aus dem Mikrowellenherd kommt. Das sind Forschungen von Lausanne, von dem Professor Hertel, der dann hinterher verklagt wurde und rausgeflogen ist aus der Universität in der Schweiz. Man muss ja gelogen haben, oder? Bitte? Man muss ja gelogen haben, um seine Stelle zu verlieren. Ja, der hat voll gelogen. Nee, es ist so, er wurde vom Europäischen Gerichtshof, hat er Recht bekommen. Und dann müsste er eigentlich sein ganzes Geld wieder zurückkriegen, aber die Schweizer haben es bisher verweigert. Hier sind zwei Pflanzen. Einmal, eine Pflanze bekommt Mikrowellenwasser, also nicht heißes Wasser, sondern nur Mikrowellen erhitzt und dann wird abgekühlt. Und das andere kriegt das reine, also gereinigtes Wasser. Und Sie sehen, am Tag 1 gibt es kein Problem. Tag 3, Tag 5, Tag 7. Tag 9. Dieser Informationsgehalt vom Wasser muss irgendwie anders sein. Ja. Jetzt noch interessant zu den Bienen. Sie wissen, dieses Jahr kam in Science eine ganz heiße Studie raus. In Science, eine von den höchsten wissenschaftlichen Zeitschriften, dass in Europa etwa 80% aller Bienen weg sind. Sind ausgestorben. 80% aller Bienen sind weg. Und es gab mal einen Professor Einstein, der hat gesagt, wenn die Bienen sterben, dann hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Hier ein Zitat vom Imker. Es gibt einige, auch Professor Dr. Wanke von der Universität im Saarland, der sich sehr gut auskennt mit den Bienen. Wir müssen ja wissen, dass in Europa gibt es nur dieses GSM-Netz. Das heißt, sie haben hier die gepulste Strahlung, wird verwendet, in den USA nicht. In den USA haben sie analoge Strahlung. Seit 37 Jahren habe ich Bienen. Vor 5 Jahren, also 1998, hat mein Nachbar wegen seiner Schulden einen Sendemast errichten lassen. Unser Schlafzimmer ist 50 Meter entfernt. Im Mai 2002 starb meine Frau plötzlich am Herzrhythmus, an Herzrhythmusstörungen. Im selben Jahr versuchte ich vergeblich Ableger der Bienen zu machen. 2003 habe ich alle Völker verloren. Und es gibt einige Forschungen zum Thema Bienen. Die finden nicht mehr in ihre Stöcke zurück, zum Beispiel. Die haben sogenannte Magnetosomen im Kopf, wo sie sich am Erdmagnetfeld orientieren können. Die werden, wenn sie ein DCT-Telefon reinstellen, sind die innerhalb von 5 Jahren weg. Die werden auch aggressiv, die stechen ihre eigene Königin zum Teil tot. Oder im Winter fliegen sie aus, obwohl sie genug Futter haben, Winterfutter, und verfrieren dann bei der Beute. Ja, unnötig. Und jetzt ganz interessant, jedes Handy, was es gibt, was nicht abgemeldet ist, trägt dazu bei, dass Mobilfunksender gebaut werden. Das bedeutet, auch wenn Sie das Handy nicht benutzen, es trägt dazu bei, dass Handymasten gebaut werden. In diesem Fall bestimmt das Angebot die Nachfrage. Das heißt, jeder Einzelne, also ich würde Sie animieren, Ihr Handy einfach abzumelden, so schnell es geht. Es gibt tolle Kündigungsverträge, wo Sie im Internet runterladen können. Internetseiten sage ich Ihnen jetzt mal hier ein paar schöne. Das IZGMF zum Beispiel ist klasse. Ja, das ist zum Beispiel diese Veranstaltung auch eingetippt worden, vom Uli Weiner übrigens. Das ist hier so die Plattform so für diese ganzen Freiburger auch, gell, und Allgäuer Ärzte. Gigahertz.ch ist relativ gut. Bürgerwelle ist die Dachorganisation. Und Ärztewarnung vor mobilfunk.de, da sind auch viele Ärzte aus Freiburg beteiligt. Jetzt wollte ich noch was, ich lasse es mal kurz stehen, oder? Ja. Demonstration geht nicht. Wir haben 10 Minuten. 10 Minuten haben wir noch? Wenn ihr noch was. Es gibt viele rechtliche Aspekte. Also sprich, das heißt immer, wenn in der Gemeinde angefragt wird, wir wollen einen Mobilfunkmasten errichten. Dann sagt der Bürgermeister immer, ja, wir können ja nichts tun, die dürfen ja, die haben sogar einen Auftrag, die haben einen gesetzlichen Auftrag, eine volle, flächendeckende Versorgung zu machen. Das stimmt nicht, ist falsch, komplett falsch. Das ist das eine. Und es stimmt auch nicht, dass sie Mobilfunkmasten nicht verhüten können, das können sie schon. Und es gibt hier ein Video, wo auch
eine Fachanwältin für Verwaltungs- und Baurecht drauf ist. Das können Sie vorne beim INK kaufen. Vortrag von ihr und auch mit dem Ulrich Wanner, der jetzt leider nicht kommen kann, weil es ihn am Mittwoch verstrahlt hatte, wo diese ganzen rechtlichen Sachen auch noch drauf sind. Was kann man tun vom Baurecht und so weiter, um einen Handymasten zu verhüten? Sie können auch innerhalb von einem Jahr, wenn der schon in Betrieb gegangen ist, noch klagen dagegen, emissionsschutzrechtlich, und haben gute Chancen, wenn Sie einen guten Anwalt haben, das Ding abzubauen. Also wenn die Frau Bangert-Wachsmuth zum Beispiel als Rechtsanwältin auftritt, dann steckt die Mobilfunkindustrie vor, schon alles in die Tat, also die stecken auf. Die wissen schon ganz genau, da haben sie keine Chance. Da muss man dann gucken. Also wichtig ist auch, bevor so ein Mobilfunksender aufgebaut wird, das haben wir jetzt hier bei uns gemacht, soll man Gesundheitscheck-ups machen. Ja, das bedeutet, dass man Melatoninspiegel morgens abnimmt. Man weiß, da wo der Herr Gregor Wilz wohnt in Vogt, da hat man diese Studie gemacht, da hat man vor Mobilfunksender in Betriebnahme und nach Mobilfunksender in Betriebnahme Melatoninspiegel gemessen. Melatonin, wissen Sie, was das alles macht? Also es senkt auch den Blutdruck und macht alles möglich, macht Regeneration und macht eine Schwermetallausleitung in zusammen mit OPC. Und die haben nach 14 Tagen ging die durchschnittliche Melatoninspiegel um 87% zurück. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und dann eine Familie ging raus und hat Urlaub gemacht, 14 Tage lang, und dann ging es wieder hoch. Und sobald sie wieder zurückgekommen sind, ging es wieder runter. Und ich möchte einfach animieren, auf diesem DVD ist von diesem Zeug alles drauf. Dann gibt es vom Herr Schorb, vom Rieselfeld, einen sehr guten Vortrag, wo die ganzen physikalischen Grundlagen drauf sind. Er ist auch selber betroffen. Und hier habe ich mal einen Amalgam-Vortrag vor kurzem gehalten. Da ist auch Mobilfunk drin. Und das Neueste zum Thema Schwermetalle und Ausleitung.